Der Suchmaschinengigant kündigte den Aufkauf eines weiteren Startup-Unternehmens an. Diesmal ist es InstaWheels. Noodle kaufte das Carsharing-Startup für 750 Millionen Dollar. Die Zukunft des Startups war bereits von Driver San Francisco bedroht. Aber laut Technik-Insidern wird der InstaWheels-Mitfahrdienst durch die Noodle-Such- und Kartenfunktion bald zum Marktführer werden. Das Ganze gilt als Schuss vor dem Bug für Noodle-Konkurrenten wie Invite, die sich ebenfalls sehr für Startup-Unternehmen interessieren. Mein Bruder arbeitet in einem geheimen Forschungslabor für Tidus. Es ist alles total geheim. Marcus, wie wirkt das Home-System auf dich? Wie ein CTOS-Sprössling. Deal mit Blumenhatten? Nach dem, was wir ihnen angetan haben, schon. Ich wette, alle Abmachungen sind passé. Worum ging es dabei? Die Home-Software basiert auf CTOS-Code. Die haben Daten gesammelt und an Blumen verkauft. Mit Rabatt natürlich. Dann sind wir wohl zur rechten Zeit aufgekreuzt. Shit. Hey Mann, was ist? Shit. Hey, was ist denn los? Ich habe mir die Zahlen angeschaut, wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung verfügbar ist. Dann habe ich's gesehen. Was ist es? Ein Haufen Follower und Bots kamen von inaktiven und toten Invite-Accounts. Moment, jemand hat mit einer Social-Media-Seite unsere Zahlen gepusht? Wer? Und wie viele scheiß Accounts? Ich weiß nicht wer, aber es war jemand von Invite, jemand mit Admin-Zugang, da bin ich mir sicher. Tja, und wie viele? Leck Sorry! Mich. Sorry, ich hab's nicht geprüft. Nein, es ist meine Schuld. Ich hab's Josh, nicht geprüft. Es ist nicht deine Schuld. Wer weiß. Vielleicht ist jemand von Invite ein Fan. Ja, oder vielleicht will uns jemand in den Arsch ich ficken. Prüfen sollen. Ich hätte's Wir prüfen müssen sollen. Das rausfinden. Marcus, ich such dir einen Weg da rein. Ich hätte Josh, einfach prüfen Josh. Sollen. Du bist nicht schuld, okay? Wir haben die Zahlen alle gesehen, nur du hast es bemerkt. Das war gut. Das war gut! Hä? Okay. Thank you.
Gordon? Also neulich war ich am Nudeln. Ich schick dir die markierten Accounts. Benutzt den Computer der CEO, Mary Catskill. Sie ist im Urlaub, ihr Büro sollte also leer sein. Mein Freund sein. Fast wie in diesem Geisel-Unterhändler-Film, den ich gesehen habe. Erinnerst du dich? Der Unterhändler versucht, den Gangster auf seine Seite zu ziehen, während das SWAT-Team den Einsatz vorbereitet. Ich habe schon mitten in der Sitzung die Kopf. AGB dürfen wir die Neuigkeiten und Posts von unseren Benutzern ohne ihr Wissen verwenden, um unser Business weiter voranzubringen. Der erste Testlauf dieser emotionalen Verseuchung lief 3 Monate. Wir wählten Testpersonen aufgrund von politischer Ausrichtung, emotionaler Stabilität und Anzahl der sozialen Kontakte aus. Phase 1 sollte zeigen, inwieweit wir den Gefühlszustand und die Postings von instabilen Nutzern beeinflussen können. Die Erfolgsrate war absolut verblüffend. 96%. Wir bombardierten ihren Feed mit negativen Nachrichten und Inhalten, die ihr Weltbild erschütterten, sowie mit schmerzlichen Erinnerungen, Tod oder Scheidung, und erzeugten so bei unseren Testpersonen eine wahre Flut an negativen Posts. Wir hatten ihre Stimmung beeinflusst. Um unsere Ergebnisse zu untermauern, stellten wir anschließend ihren ausgeglichenen Gemütszustand durch positive Posts wieder her. Thank you.
Hab den Aufzug aktiviert. Fahr jetzt nach oben. Fahr jetzt drauf. Ich beschaffe uns ein paar Antworten. Viel Glück, Marcus. Wir sind bei dir. Bin drin. Mal sehen, wer unsere Zahlen gepusht hat. Wow, wow. Was ist passiert? Die markierten Clients sind weg. Die Bots sind weg. Was hast du gemacht? Nichts. Das bin ich nicht. Ich... Marcus, kein guter Moment? Kommt mir jedenfalls so vor. Ich wette, sie trinkt ihn mit Eis. Ich muss mich nicht wirklich vorstellen, oder? Ich weiß, wer du bist. Die Nacht am Strand, Mann, ich wusste, du kommst mir bekannt vor. Tja, Venus muss rückläufig gewesen sein oder so ein Scheiß, denn ich glaube, es war Vorsehung, dass ich da war, als du unsere Systeme gehackt hast. Ich musste dich treffen und da bist du und pisst dir auf die Schuhe. So brillant und dann das. Was macht Blooms CTO eigentlich im Büro des CEOs von Invite? Und warum pusht du unsere Zahlen? Oh, bietest du mir jetzt ein sechsstelliges Gehalt an? Oh, fuck, nein. Nein, nein, nein. Du lässt die meisten meiner Programmierer zwar alt aussehen. Nein, ich kann CTOS 2.0 nicht als Hochleistungssicherheitssystem anpreisen und dann jemanden von der No-Fly-Liste einstellen. Wow, wow, wow. Ich bin bloß auf einen Drink hier. Aber hey, wenn du einen Drink und ein Tänzchen willst. Gerne. Hältst du das für einen Scheißwitz? Huh? Na los. Hau mir auf die Fresse. Die Leute fressen dir alle aus der Hand, weil sie das System für sicher halten. Du siehst nicht, auf wem du herumtrampelst. Stell dir vor, Marcus. Stell dir vor! Die Menschen wollen, dass man ihnen sagt, wer gut und wer böse ist. Die wollen nicht wissen, wie es läuft, nur dass es läuft. Aber es funktioniert nicht. Ein paar wenige zivile Verluste sind der Preis, den man zahlen muss, um die Welt zu verbessern. Du führst einen Krieg, der kein Schwein interessiert. Ich lasse dich stromaufwärts dem Grizzly direkt ins Maul schwimmen. Warum hast du DeadSecs Zahlen gepusht? Weil keiner in Silicon Valley mehr richtig Biss hat. Ah, ihr seid eine gute Investition. Ihr seid so aggressiv, so zornig. Ihr habt den Rest von Silicon Valley in meine Arme getrieben. Mit uns hast du ihnen CTOS 2.0 verkauft. Ja, die ultimative Abschreckung gegen Hacker wie euch. Und jetzt muss jeder von mir beschützt werden. Gut, pass auf, Marcus. Deine Polizeiakte ist wieder da. Dein Backdoor-Zugang ist blockiert. Und die ganzen Bots von mir sind weg. Oh, oh, oh. Und? Auf dich ist ein Haftbefehl ausgestellt. Für Hacking, Betriebsspionage und Einbruchsdiebstahl. Ist schon gut. Ich hatte eh ausgetrunken. Mich reingelegt. Fuck! Die Cops umstellen das Gebäude. Raus da! Fuck! Marcus, sie umstellen gerade das Gebäude. Hau jetzt endlich ab! Ich wiederhole, kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Okay, okay, ich bin weg.
Nummer 2 haben den Verdächtigen gefunden und folgen ihm. Zentrale, von oben ist der Verdächtige nicht zu sehen. Informiert die Bodeneinheiten. Hat ihn irgendjemand gesehen? Er ist abgetaucht. Zentrale, der Verdächtige hat das Fahrzeug gewechselt. In Sichtkontakt. Verdächtiger unter Beschuss. Ein SUV hat die Verfolgung aufgenommen. Wagen.
Marcus, da draußen wird es zu heiß für dich. Komm zurück, wir überlegen uns zusammen was. Scheiß drauf!